Welcome back, ich hasse Dudes und willkommen zurück zu einem weiteren Special Video hier in Grand Turismo Sport. Heute geht es mit dem Audi Sport Quattro S1 in der Pikes Peak Edition auf die wunderschöne Nürburgring Nordschleife. Genauer gesagt, nur auf die Nordschleife. Und ich muss mich ehrlich fragen, warum es jetzt? Denn der S1, egal ob jetzt hier im Pikes Peak Kleid oder im Rally Trim oder die Straßenversion, ich mag sie alle. Ich bin einfach Audi S1, das ist einfach ein tolles Auto. Also dieses alte Kfz, ne, es ist einer meiner absoluten Favorite-Autos. Obwohl Serienversion wahrscheinlich nur mein Favorite ist, weil dadurch dann die Rally-Version herauskam. Aber sonst, ich glaube, ich muss nichts Großartiges zu diesem Auto erklären, weil den sollte man eigentlich kennen. Ich meine, Walter Röhr, alleine ohne Co-Driver, weil Hillclimb-Events, ne, von A nach B berghoch fahren, gibt es eigentlich keinen Co-Driver, der irgendwelche Kurven vorsagt. Stell euch einfach mal vor, Nordschleife 20,8 Kilometer lang, 87 Kurven oder 78 Kurven, Pikes Peak, glatte 20 Kilometer lang, 156 Kurven. Und Walter Röhr ist alleine bergauf auf einer Schotterstraße mit dem Moped gefahren und direkt einen neuen Weltrekord auf der Strecke gesetzt. Mit der ersten Zeit 1987, 20 Kilometer lang, 156 Kurven. Die erste Zeit unter 11 Minuten, nämlich 10 Minuten 47. Ich habe 47 gesagt. Nun gut, genug mit der Geschichtsstunde. Ich würde sagen, eine Runde Nordschleife mit KI, ohne Traktionskontrolle, because macht Spaß. Ja, let's go. By the way, damals, Dirt Rally 1. Da gab es auch den Pikes Peak und auch dieses Kfz. Dazu gibt es übrigens ein Video auf YouTube, wie ich damit hochgegurkt bin. Kann ich genau jetzt mal oben rechts verlinken, bevor gleich der Real Engine Sound kommt. Oh, da ist er schon. Come on, gib Gas, gib Gas. Heidi Witzka. Ist das ein Sound? Ich glaube, der bis jetzt beste Sound, den wir, glaube ich, hatten. Oh, da kommt auch direkt der S1 entgegen. Hallo, guten Tag. Ja, der wird sich leider gleich in-game nicht so geil anhören. Because ist halt leider Gran Turismo. Und Gran Turismo Sound weiß ich nicht. Da ist immer noch der Praktikant, der da am Soundregler rumspielt. So, aber genug gelästert. Was haben wir für Reifen? Rennhard. Ja. Wir haben immer noch ein bisschen Grip, aber nicht zu viel. Oh, da kommt gleich ein Auto. Was ist das? War das ein Peugeot? Ah, auf jeden Fall irgend so ein modernes Moped. Komm, ab auf die Strecke. Die verhauen wir jetzt. Die modernen Autos. Ersten haben wir schon mal. Zweiten auch. Dritten auch. Nissan. Komm um. Da hat sich eine Lücke. Fuck. Auto 3, ein S1. Feste quer siehst du mir. Oder wie Walter Röhr sagte, die guten Fahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe. Ja, oh Mann. Hängen geblieben. Was wollte ich denn den siebten schalten? Wo sind das wir überhaupt den sechsten haben? Ich wollte schon mit den siebten. Vollgas! Oh! Peugeot auf Abwägen!
da ist noch ein S1. Hello! Ich wollte schon wieder in den sechsten. In den siebten. Obacht, aua. Boah, bloß nicht den Markenkollegen berühren. Keine Kratzer hier austauschen. Nur mit dem Feind. Das sind alle anderen modernen Autos. Shit. Komm, lass mich vorbei. Konsequente Untersteuern, wenn man Vollgas aus der Kurve rausgeht. Lücke. Wir haben nicht die Wand berührt. P6 mittlerweile. Habe ich P6 gesagt? Ich meinte natürlich P5. In 13 Sekunden P4. Oh fuck, oder auch ein bisschen schneller. Oh, die sind aber vor uns aber sehr langsam. Okay, so langsam doch nicht. Wir kommen nicht näher. Send it! Okay, das war nicht so sendet, wie ich gedacht habe. Heute Tag der großen Verschätzungen. Oh Mann, Leute, lasst den Opi hier vorbei. Ach schade, der will einfach nicht so schön driften, wie ich es will. So, wer ist Erster? Da wir nicht in der GT3-Klasse sind, kann schon mal kein M6 GT3 sein. Ich schätze einfach mal zu Freuden aller, dass es ein Audi ist. Oh mein Gott, was habe ich mir denn dabei gedacht? Was machen sie? Oh, die Gang kommt schnell weg. Wir sind ein Rallye-Auto, wir dürfen alles cutten. Komm, den S1 holen wir doch. Da fährt er doch. Da fährt er doch. Never lift. Oh mein Gott, wie unkontrolliert der hier durchgefahren ist. S1 Windschatten auf der Döttinger. Finde ich gut. Der blinkt, was ist das denn? Was blinkst du denn? Der blinkt ja auch, kann ja auch. Wir können jetzt hier so schön nach vorne boosten, aber
KI will einfach kein Vollgas gehen. A250, wir haben unsere Reisegeschwindigkeit erreicht. Jetzt heißt es, das Essen kann serviert werden. Wie er im Hintergrund lauert auf eine Attacke. Na komm. Okay, wir sollten uns langsam auf die Kurve konzentrieren. Okay, haben wir. 51. Okay, 49. Shit. Oh. Oh mein Gott. Ich dachte, es passiert richtig quatschige Sachen. Oh, oh. Fahren Sie nicht vorbei. Danke, 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 danke. P1. Woo. Heieiei. Ja Mensch, das war doch erquickend. Aber ich muss schon sagen, wie gesagt. Geht schon wieder los. Es macht mega Spaß zu fahren, aber es ist mega anstrengend. Also zumindest, wenn man so Gehirn kaputt fährt wie ich. Aber war schon okay. So, was kriegen wir denn heute als Karoulette geschenkt? Ich sage voraus, es ist der GT4 Audi TT. Ist jetzt meine Vermutung. Aber erstmal ganz wichtig, Replay speichern. Was passiert hier? Ach, das ist mein kaputter Controller. Leute, falls ihr jetzt merkt, was passiert? Was machen Sachen? Mein Controller ist kaputt, also die Sticks vom Controller. Und die haben immer so eine Ghost-Fähigkeit, dass sie ohne Berührung in irgendeine Richtung lenken. Nun gut, ich hoffe, wir können trotzdem den Bums hier abspeichern. Ja. Nein. Toll. Nun gut, holen wir uns unser Audi TT GT4 ab. Oh, das ist auch ein bisschen Gran Turismo Mercedes. Ein F50. Mazda GT1. Nissan R35. Wir kriegen den Mazda. Mazda, you got Mazda. Toll. Den wollte ich eh. Also ohne Scheiß. Den wollte ich eh irgendwann mal über die Nordschleife hämmern, weil der echt geil aussieht. Punkt. Weil der geil aussieht. Ich setze sehr viel. Bei Autos ist sehr viel auch optisch bei mir. Was gut sein muss. Aber gut, man sieht auch bei Autos das meiste nur optisch. Toll. Leute, haben wir es wieder geschafft. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Nun gut, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne positive Bewertung da und ich würde mal sagen, ich bin dann mal raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.